Morgen geht's nach Leipzig. Unser CDU-Bundesparteitag steht an. Ein echtes Highlight. Mit inhaltlichen Diskussionen, mit 1000 Delegierten, mit Journalisten und mit vielen, vielen Sachthemen. Und zum Ende meines Tutorials durch den Antragsdschungel ein echtes Highlight. Es geht um die Einkommensgrenze von geringfügig entlohnten Beschäftigten. Ihr kennt das Ganze unter dem Stichwort 450-Euro-Job. Wir finden, die 450-Euro-Grenze ist nicht mehr angemessen. Deshalb haben wir beantragt, sie zu erhöhen auf 500 Euro. Und die gute Nachricht, in den Diskussionen der Antragskommission konnten wir uns sogar durchsetzen, dass die Einkommensgrenze für den Minijob künftig angehoben werden soll auf 550 Euro. Handfeste Politik, die gerade für die junge Generation von großem Vorteil wird. Die Regelung ist nach dem Bundesparteitag natürlich noch kein konkretes Gesetz, aber zumindest schon mal Beschlusslage der CDU Deutschland. Und wenn man dann tüchtig und gut die CDU wählt, dann wird es sicherlich auch etwas mit dem Gesetz. So, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen durch den Antragsdschungel bringen und vor allem eines zeigen: Die junge Union ist nicht für Querelen da, sondern inhaltlicher Motor der CDU Deutschlands. Darauf sind wir stolz, auf die Arbeit unserer Mitglieder und auf euren Input. Wir sehen uns in Leipzig und auch hier im Netz am Freitagabend mit unserer Social Media Show Leipzig Live. Bis dann, ahoi!